Hallo, wieder mal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Partie Friendbo. Wir, wie soll ich formulieren, sind in einem Irrenhaus oder Nervenheilanstalt. Das trifft es besser. Ein 10-jähriges Mädchen, das gerade miterleben musste oder vor einiger Zeit miterleben musste, wie die Familie abgeschlachtet worden ist. Es ist etwas Psycho. Wer den ersten Tag gesehen, also wer den ersten Part gesehen und weiß, was ich meine, wer jetzt eingeschaltet hat, schau den ersten Part an. Dann weißt du, was ich meine. Mir fällt ein, wir haben einen Schlüssel. Natürlich abgeschlossen. Wir haben Tabletten gekriegt. Da ist unser Inventar. Benutze. Das benutzen. Schlüssel mit. Ach, so funktioniert das. Benutze Schlüssel mit Tür. Schlüssel ist zu klein. Ja, und schon geht's los. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, dass es jetzt dann richtig losgeht. Jetzt gehen wir da mal raus. Der sieht die gleichen Wahnvorstellungen wie wir. Vielleicht kann man ihm helfen, weil er hat irgendwo einen Code oder so. Aber den haben wir ja jetzt mittlerweile auch. Warte, zum Glück, du kannst sehen. Was? Du kannst sehen. Richtig. Du kannst sehen, ich kann sehen, ich kann viele. Da ist ein Hirsch. Boah, der kriegt voll die Gänsehaut. Mein Kopf, mein Kopf. Also, dein Kopf. Ich versuche mal, deinen Kopf wieder aufzusetzen. Oh, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, Herr Hirsch. Ich versuche mal, deinen Kopf wieder aufzusetzen. Warte mal, benutze. Also das. Benutzen mit. Toter Hirre. Klappt nicht. Boah, das wird voll traurig und. Alter, das. Boah. Schlimm. Schlimm. Was bist du denn? Phil spielt mit seinem Onkel und sein Onkel ist verrückt. Verrückt! Phil weint. Oh, armer Phil, siehst du, du hast den Vogel getötet. Wo ist ein Vogel? Deine Mami ist nicht fröhlich. Onkel wird sterben. Phil, warum guckst du mich so an? Du machst mir Angst. Was ist das schwarze Ding, das neben dir sitzt? Er sagt dir Dinge. Kannst du sie hören? Es ist noch immer abgeschlossen. Puh. Es hat schon in sich das. Ah! Ich war es nicht. Da draußen. Alt. Und der Horst. Boah, jetzt. Alter. Gleich der zukünftigen Weihnacht? Oh, das ist mein Kopf. Gib mir bitte meinen Kopf wieder. Das ist so. Ich hab deine Arsche. Nur halt auf Hardcore. Geht einfach weg, ihr unheimlichen Kreaturen. Also anscheinend darin können sie uns nichts machen. Ich habe ja so gehofft, dass sie den Geister sieg. Was ist das? Da ist es. Wo ist der Clown hin? Wenn der jetzt noch auftaucht. Ganz schlechtes Gefühl.
Abgeschlossen. Ein guter Grund. Ach, genau. Benutzen. Ich hab's und da ist etwas drin. Cool. Ach ja, die sind tot. Und das ist die Tante wahrscheinlich. Das sind wir. Das ist wahrscheinlich auch nur, wenn wir Tabletten gerade genommen haben. Aber es ist schon, es ist echt hart. Boah. Es ist echt hardcore. Meine Haarklammer. Ich sollte sie wieder einsetzen. Können wir vielleicht damit noch das andere Schloss öffnen? Werden wir probieren. Ja, das. Mal schauen, was da hinten noch ist. Das erklärt, warum da Spinnweben sind. Pass auf, was du tust. Da, tote Maus, da Stricknadel. Entschuldigen Sie, Schwester, es könnte sehr nützlich sein. Schauen wir später. Hallo, Frau Krankenschwester. Geht es Ihnen gut? Es ist ein Skelett. Kind. Ich sag, wegen dem Pflaster habe ich irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, dass uns auch was passiert. Raus, gruselige Kreatur. Was bist du? Sag's mir. Du wirst mich traurig sehen? Ich werde nur wütend. Du hast etwas Blut am Mund. Geht es dir gut? Wenn sie wach ist, also ohne die Tabletten, da ist sie total hell und als mir die Tabletten nimmst, da ist sie so. Nee. Schauen wir da mal raus. Da ist ein Handabdruck. So einer. Also. Wieso? Okay, aber sonst ist da nichts. Die Vorhänge zerfetzt. Okay, das ist gleich. Steht da noch irgendwas Neues drauf? Ah, den Horst müssen wir noch. Wer hat das getan? Oh, schläfst du, süßes Häschen? Verstehst du jetzt, was ich meine? Das. Können wir das jetzt wegschieben? Ich kann nicht drum herum gehen. Mach's doch. Ach so, das ist einfach nur die Trennwand zu dem da. Wieso ist das so verschwommen? Ach, wahrscheinlich lassen die Tabletten noch. Benutze. Ah ja, das. Benutzen. Es passt, aber es sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Was? Ach so. Das kombinieren mit dem. Ein ganz persönlicher Spezialschlüssel. Mit 10 Jahren. Das muss an die Tabletten liegen. Ah ja. Das benutzen. Ich würde da gern da drüben machen. Ach, gehen wir da durch. Was? Was war das? Papa war nicht da, Mama war es egal. Das WC, da ist abgesperrt. Das war vorher nicht da, okay. Der König war. Boah, alter Schwede, hab ich ja Gänsehaut. Der König war. Sie. Was? Ach so, der König mag Zeichnungen. Mir gefällt das nicht. Ich
Hier hat jemand was hingeschrieben, ja, interessant. Boah, das ist. Also die. Du bist mein geliebter Freund. Piep, piep. Brrr. Wenn du mich umarmen willst, versuch mich zu fangen. Tut mir der was? Es ist. Bin gespannt, wenn die Tabletten wieder aufhören. Das wippt da herum, da wird wahrscheinlich wieder sitzen, den sehe ich nur gerade nicht. Ich will das nicht anfassen, da ist der Clown aus dem Bild. Vielleicht erschreckt er mich, wenn ich ihn anfasse. Okay, nichts passiert. Muss wohl tot sein. Puh, Glück gehabt. Du sollst dir nicht die Schuld geben, sei still. Er nimmt dir das unschuldige Kind in dir und verzehrt es. Niemand glaubt dir, obwohl die Wunden bluten. Du kannst sehen, da oben ist wieder... Wo ist der Clown hin? Da, tot. Zum Glück. Entschuldigung. Klitzekleine Hände überall, die deine Seele essen. Der Gesichtsausdruck. Sie blutet. Vielleicht benutzen. Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Wütend. Sogar die reinsten Dinge sterben an diesem Ort. Einfach nur Kopf schütteln. Da hat sich auch nichts verändert. Es würde mich zwar interessieren, wie lange die Tabletten halten, aber jetzt gehen wir einfach mal da runter. Das ist, glaube ich, eher der einzige Weg. Nein, auf keinen Fall. Das können wir ihr nicht sagen. Das ist die Tante, oder? Weiß nicht. Vorhin war sie so weiß. Ach ja, wir haben jetzt das Foto. Aber sie muss es wissen. Sie können nicht von mir. Sie können mich nicht von ihr fernhalten. Will sie mich zu uns mitnehmen? Will sie mich zu uns mitnehmen? Hier bitte Sinn einfügen. Der Grund ist mehr als klar, Grace. Nein, ist es nicht. Ich will sie nach Hause bringen. Jetzt. Mag sie. Das können sie nicht. Frans mentaler Zustand ist noch nicht stabil genug. Wenn die keine Tabletten nimmt, dann schon. Okay, jetzt liege ich wieder herum. War das echt? Oh, liebe Tante Grace, ich frag mich was. Der Doktor hat keine Seele. Ich gehe heute Nacht nach Hause. Da liegt ein Fuchs. Oh nein, Fuchsi Fuchs, nicht weinen. Stimmt, das tropft. Nimm meine Hand als Taschentuch. Soll ich dich umarmen? Füchschen, warum bist du so traurig? Doch vielleicht die Pflaster? Selbst wenn es klappt, würde ich nicht für es nützlich sein soll. Ja, das ist doch. Ach, vergessen, dass man aufs Auge klicken muss. Da ist sonst nichts. Da ist nur die. Gruselige Kreatur. Hört die Wirkung der Tabletten wieder von alleine auf, oder? Okay, es ist alles das Gleiche. Warte mal, die Spieluhr. Vielleicht bewirkt die jetzt was. Wir wissen, beim dritten Mal ist was anders. Nichts anders.
haben einen Haken. Ein goldener Haken, der von den Vorhängen fiel. Bringt uns doch irgendwie nicht weiter, gell? Warum siehst du aus wie eine Stoffpuppe? Ah, Alter, hier hat man das kranke Lochen von einem Clown. Das wissen wir schon. Ich drück das nochmal auf die Tabletten, mal schauen, ob man das aufhört. Original. Anderer Clown. Aha. Ich hoffe, dass wir es nicht verbrauchen. Hallo. Du siehst sie, oder etwa nicht? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jeden folgen. Meinst du die Schatten? Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie sind da. Weißt du, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Nun, erzähl es mir bitte. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Dann könnte das der König sein, der ihr über die Schulter guckt. Ich liebe es auch. Aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Was malst du? Irgendwas. Was ist los? Meine Träume. Geh jetzt. Das sind meine Stifte. Kann ich ihn haben? Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, das... Dann kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Oh, das stimmt, aber da hast du viele andere Farben. Ja, viele Farben. Weißt du was? Sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern. Sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Ja, mich fesseln sie auch manchmal. Das tut weh. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau. Okay. Deswegen. Bitte heile mich, ja, und stopp die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Ich kann sie heilen. Nimm sie Pflaster mit. Oh, danke, du kannst den Stift haben. Ich gehe jetzt, ich muss malen. Achso, und gehe jetzt. Klar. Grüner Wachsmalstift. Schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange. Ein Teddy und viele andere Sachen. Okay. Das Bett ist sehr pink. Relativ. Oh, echte Blumen. Sie riechen so süß. Die Schublade ist leer. Was? Adelaida Fudgens. 7. Die Patientin war ein Opfer eines sexuellen Übergriffs einer unbekannten Person, bei dem sie beinahe starb. Dieses Erlebnis verursacht auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Verurteile ich zu schärfst. Ernsthaft?
nicht sarkastisch. Das ist. Macht man einfach nicht. Dr. Marcel, die Ehre, konnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. Deswegen malt sie ja wahrscheinlich so gerne. Es beruhigt sie vielleicht. Oder es hilft ihnen, es zu verarbeiten. Wir gehen jetzt ins PC. Weil dort war eine Nachricht. Und dort könnten wir jetzt eigentlich runtergehen. Da ist uns nichts. Der Thron ist leer. Man konnte mich beim großen Geschäft sehen. Eklig. Ach so, die schaut nur durch die Tür durch. Und dort innen drin wäre was auf, eben das aufgeschrieben. Ich hab gedacht, das ist ein Spiegel. Und wo da der Schatten da vorbei ist, habe ich gedacht, das Schatten ist hinter uns. Da ist ein Spiegel. Ein Spiegel hinter uns wäre, würden wir uns gegen selbst den Rücken sehen. Ich kann und ich werde einhalten. Der Thron ist leer, das ist niedlich. Aber jetzt gehen wir runter. Oh, oh. Hoch, da bist du. Du sollst in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Aber sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie war nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Wie bin ich sonst rausgekommen? Sie war offen. Versuch nicht mit reinzulegen. Geh in dein Zimmer und warte auf den Doktor. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss einen Ausweg finden. Ich muss irgendwas anmalen. Konnte ich vielleicht jetzt einen Laken anmalen? Das Skelett ist da vielleicht irgendwo Papier oder so. Da kann ich mein Inventar nicht öffnen. Da ist alles so. Ich muss something anmalen. Okay. Bist du aus deinem Zimmer ausgebrochen? Das ist nicht nett, Fran. Kätzchen sagt es mir, das ist nicht klug. Seit Tagen nichts gegessen. Aber ich habe Hunger. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich will keine Entschuldigung hören, junge Dame. Herr Doktor, bitte lassen Sie mich raus etwas essen. Du musst lernen, auf die, die das Sagen haben, zu hören. Oder auf die, die was sagen, zu hören. Zu hören. Ihr Erwachsenen, Lektion gelernt? Natürlich. Ist irgendwie so Psycho. Wenn wir normal sind, machen wir Psychospiele mit anderen. Und wenn wir in Trance sind, sind wir Psycho voll und ganz. Geh und iss jetzt, dann zurück ins Bett. Durfte gerade nicht essen. Wenn ich sage, dass ich verstanden habe, dass ich nicht essen gehen darf, schickt er mich essen. Das ist umgekehrte Psychologie. Okay. Das ist also die gelbe Tür, die Eingangstür. Irgendwo ist ein Telefon. Der Zaun ist sehr abgeschlossen. Okay. Dietrich haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Du bist so ein Wachmann. Da oben ist ein Schlüssel. Entschuldigung, der Schlüssel da oben, kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Was? Was? Ich finde die Antwort gerade irgendwie falsch. Einen Kuss, ehrlich? Dann geben Sie mir den Schlüssel? Klar, komm her und setz dich auf mein Knie. Okay. Stirb mit deiner Ananas! Ich bring sie um.
Die sind beide nicht gut. Ich meine, klar klingt das etwas pädophil, aber ich wollte. Ich hab gehofft, dass es nicht so ist. Ich bring sie um, das ist schon sehr zart. Was für ein Loser. Ich hoffe, sie sterben, während eine riesige Ananas in ihrem Po wächst. Irgendwie? Ne. Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir da bestimmt doch nicht. Richtig. Dieser Tisch ist überhaupt nicht interessant. Richtig. Die Tafel ist leer. Keine Zeichnungen. Richtig. Noch immer richtig. Das ist der Büroschlüssel. Er muss es sein, aber wie komme ich daran? Hey, was schaust du dir da an? Probieren wir es nochmal. Den Schlüssel würden sie mir geben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Was für ein Mistkerl, sie können ihren Hintern küssen. Erklärt's. Was ist da? Chef der Kinderpsychiatrie, Dr. Marcel. Entschuldigung. Patienten, heutige Besuche. Annie Schulz. Damien Goldsman. Fillmore Bronston. Das ist der Vater von. Achso, na, das ist. Genau. Der Fillmore, der sitzt oben. Das sind also die Patienten. Der hatte heute Besuch. Okay. Frank Bo, sind wir. Kein Besuch. Okay. Lisbeth Mung. Da fällt doch die. Das Mädchen. Der ist doch. Aber. Irgendwas mit A. Hey, Hände weg von der Bürotür. Okay. Gehen wir halt dorthin. Es geht noch weiter runter, Keller. Hallo, geht's dir gut? Meine Schulterblätter jucken, deswegen reibe ich sie an der Wand. Was soll das denn heißen? Ich wollte nur wissen, ob du okay bist. Ich will nichts sagen, der Doktor schneidet den Kopf ab, wenn du nicht gehst. Der wird dann draußen gefunden von drei witzigen Gestalten. Den Geistern der zukünftigen, der vergangenen und der irgendwann Weihnachten. Das dritte war es gerade nicht. Er isst gern Gehirn, meins hat er schon, er hat all meine Gedanken gegessen. Dein Gehirn gegessen? Deins isst er auch, ich habe dich im Büro gesehen, du warst tot. Oh nein, da muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Schau mal da rein. Entschuldigung, aber das finde ich gerade echt zart. Wie soll der Typ denn essen? Er hat da Hockey-Masken auf. Oder so, das ist nah. Hannibal Lecter-Masken geht nur über Mund und Nasen. Muss ja schon total erschöpft sein. Und du stellst dem Essen rüber und er kann nicht essen. Das ist Folter. Milch. Kekse. Ich sehe schon, wie die Zimtschnecke in meinem Mund schmilzt. Wett. Das geht zwar nicht, aber okay. Teller. Die Nudeln frisch. Entschuldigung, ich musste kurz gehen. War ein langer Tag. Hallo. Oh, hallo Friend, wie geht es dir? Da ist nirgendwo ein Schnitzel. Wegen tote Tiere, deswegen. Mir geht es gut. Schön, dass es dir gut geht. Mach jetzt weiter. Schwester, können Sie die gelbe Tür öffnen? Das ist keine sehr angebrachte Frage. Du denkst. Ich denke, du sollst auf dein Zimmer gehen. Ich bin gerade aufgewacht, ich bin nicht müde. Dann mach was anderes, aber stör mich nicht. Okay. Das Sofa ist zum Sitzen da. Entschuldigung. Ich mag das Bild nicht.
Mr. Oswald starrt mich irgendwie an. Auf nur spontan. Nicht clever genug, um andere Lösungen zu finden, glaube ich. Mr. Midnight, bist du da? Nee, wir wissen, dass er draußen im Wald ist. Das weißt du auch. Eine Rose? Mami liebte Rosen. Liebte es, Rosen zu zeichnen. Ach so. Das Signal ist seltsam. Das ist bestimmt, weil wir so weit entfernt von allem sind. Ich verstehe nicht ganz, was sie sagen. Was haben wir denn hier? Schokolade! Ich mag keine bitteren Kaffee. Das Menü des Tages? Nudeln! Take Chocolate. Da ist Uhr. Die Uhr ist groß und tickt. Wie eine Bombe. Es hört niemals auf. Reden wir mal mit dem. Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nee. Bist du von unten? Sie glaubt, mir geht's jetzt besser. What's your name? Könntest du mich bitte töten? Bitte. Ich werd nicht warm mit dem Spül. Klar. Bang, du bist tot. Danke, ich kann jetzt nicht reden, ich bin tot. Können wir weiter in dem Raum? Mit dir reden. Gehst du jetzt raus? Sie geht raus. Drin gibt's Schokolade, kann ich verstehen. Okay, sie hat definitiv Angstzustände. Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Nee, warum sollte ich? Du schaust jetzt aus, als würdest du mich fressen. Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Wusste ich nicht. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Zeig mal. Dir zeigen, aber es ist ja gruselig. Besser du machst es. Ich bin kein Zauberer. Ich kann das nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Okay, passt. Das ist also die Onstolz-Dealerin. Wow. Ja, das magische Zeug, das alle einschläfern lässt. Das ist toll. Stark und super. Hier, ein Geschenk. Nimm es. Langsam. Wenn du die rote Seite isst, wachst du ganz normal in deinem Zimmer auf. Wenn du die blaue Kapsel nimmst, zeige ich dir die Wahrheit. Und ich führe dich noch tiefer in den Kaninchenbau. Fröhliches Filmzitat erraten. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Zaubertricks nur so. A kind of Mystic. Gehen wir nochmal rüber. Ich habe spontan eine Idee, was ich mit dem machen muss. Wir brauchen ganz sicher den Stock. Fass mein Schwert nicht an. Verstehe. Wusste ich nicht. Du sollst dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Du bist nicht der König. Verdammt, verbeug mich vor euch, Hedy Morsum. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeug dich. Hätte ich gewusst. Oh, ich verbeug mich vor euch her. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Essen. Ich will deinen Stock. Ich möchte euren Gehstock haben. / Schwert. Welchen Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit. Sogar mit Knicks, das war lieb. Was würdest du mir dafür geben? Keks. Alles, was ihr braucht. Das klingt wieder so falsch. Oh, ich überziehe gerade schon wieder. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Gut. Also... nächste Mission im nächsten Bad. Schwert suchen. Pferd aufs Sattel. Also, bis bald.